Von der Sünde zum Tod ist im ersten Johannesbrief die Rede. Was bedeutet das? Um welche Sünden geht es hier? Und wer ist es, der hier sündigt? Heißt das etwa, dass ein wiedergeborener Christ verloren gehen kann? Geht es hier um die Lästerung des Geistes? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet. Also bleibt dran. Bei dieser Sünde zum Tod geht es zunächst immer um gläubige Menschen, also um wiedergeborene Christen. Das macht der Begriff Brüder eindeutig klar. Da sind natürlich auch Frauen mit eingeschlossen, also gläubige Christinnen. Es ist eine Sache der Gläubigen und nicht der Ungläubigen. Zweitens, es geht hier um den physischen Tod, um den leiblichen Tod, den ein Gläubiger erleidet. Als Exkurs muss man sagen, die Bibel stellt einen grundsätzlichen Zusammenhang her zwischen Sünde und Tod. Insofern, dass der Tod die Folge der Sünde ist, grundsätzlich. Das heißt, durch die Sünde kam der Tod in die Welt, grundsätzlich. Und die Bibel unterscheidet dabei in drei Arten von Tod. Erstens, der physische, leibliche Tod, eine Folge der Sünde. Zweitens, der geistliche Tod, das heißt, der sündige, ungläubige Mensch auf der Erde ist jetzt schon getrennt, geistlich getrennt von Gott aufgrund der Sünde. Das ist der geistliche Tod. Und drittens, der ungläubige, sündige Mensch ist auch im Jenseits nach seinem physischen Tod getrennt von Gott in alle Ewigkeit aufgrund der Sünde, wenn er sich nicht auf der Erde zu Jesus Christus bekehrt hat. Das ist der sogenannte zweite Tod im Jenseits, die völlige Trennung des Menschen von Gott. Nun, das ist als Exkurs der grundsätzliche Zusammenhang zwischen Sünde und Tod. Schau dir dazu unbedingt die Videos in der Beschreibung an. Nun, hier in diesem Abschnitt geht es um den physischen Tod eines Gläubigen. Und dieser wird herbeigeführt von Gott als Gerichtshandlung in Bezug auf die Erde. Es geht hier nicht darum, dass ein wiedergeborener Christ das Heil Gottes wieder verliert oder im Jenseits den sogenannten zweiten Tod erleiden muss und doch wieder getrennt ist von Gott in alle Ewigkeit. Darum geht es hier nicht. Es geht hier um den physischen Tod, den Gott herbeiführt als Gerichtshandlung, als Erziehungsmaßnahme in Bezug auf einen Gläubigen. Nun, um welche Sünde geht es denn nun? Es wird hier die Sünde nicht explizit genannt. Es gibt ja keinen Sündenkatalog. Die sogenannten sieben Todsünden sind sowieso unbiblisch. Davon spricht die Bibel nicht. Das ist eine katholische Erfindung. Es kann nun sein, dass ein Gläubiger in bestimmte sündige, antigöttliche Lebensverhältnisse lebt, sodass Gott eingreift, erzieherisch, richterlich eingreift durch den physischen Tod. Grundsätzlich muss man sagen, wenn ein Gläubiger, ein wiedergeborener Christ, in sündigen, antigöttlichen Lebensverhältnissen lebt, ist Gott immer bemüht, diesen Gläubigen zurückzubringen, zur Umkehr zu bringen. Und dafür gibt es verschiedene Mechanismen. Es gibt den Heiligen Geist, der im Gläubigen wirkt. Es ist das Wort Gottes, das den Gläubigen ermahnt. Wenn die Sünde offenkundig ist, sind es Mitgeschwister, die für ihn beten. Das ist ja in dem Abschnitt hier benannt, dass es Mitgeschwister gibt, die für den Gläubigen beten. Und auch natürlich die Gemeindezucht, die ein entscheidendes Element ist, um den Gläubigen wieder zurückzubringen, auf den richtigen Weg zur Umkehr zu bringen. Es scheint nun so zu sein, dass wenn all die Mechanismen nicht greifen, dass Gott eingreifen kann, sozusagen als letzte Eskalationsstufe mit dem physischen Tod als richterliche Handlung in Bezug auf einen Gläubigen. Das ist hier gemeint. Nun, biblische Beispiele gibt es zum Beispiel, die Christen in Korinth sind einige entschlafen. Das ist eine richterliche Handlung gewesen, dass Gott diese Menschen, die Gläubigen abgerufen hat. Als Gerichtshandlung sind sie entschlafen, haben also den körperlichen, leiblichen Tod erduldet. Nun, abzugrenzen ist dieser Begriff Sünde zum Tod eindeutig von der Lästerung des Geistes. Das ist ein völlig anderer Sachverhalt. Schau dir dazu unbedingt das Video in der Beschreibung an. Bei der Lästerung des Geistes geht es um Ungläubige eben und nicht um Gläubige. Aber schau dir dazu dieses Video in der Beschreibung an. Nun, ich hoffe, das Video hat dir geholfen, den Begriff Sünde zum Tod besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare.
Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an. Hier geht es um den grundsätzlichen Zusammenhang von Sünde und Tod.